passen sie überall in Reisen. Wollen wir aber noch gar nicht. Wir wollen ja erstmal wieder ein bisschen zurück. Und dann hier rein machen wir dann das Archiv und historische Entdeckungen. Und da schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Da schauen wir erstmal, was da abgeht. Ja, da müssen wir mal weiter gucken. Ich habe wahrscheinlich ganz viele Nebenquests gerade übersehen, weil ich ja noch nicht alles aufgedeckt habe, weil eigentlich kommen wir überall mal Nebenquests noch. Hier mal da eine Dame eine und so. Aber ja, gut, was soll's. Also wenn ich nicht jede Nebenquest mache, ist das eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Oder so schlimm, meiner Meinung nach, weil... Ne? Und hier machen wir mal ein bisschen... Gehen wir mal schön außen rum. So, auf das erste Ding, auf das hier kommen wir direkt. Was ist denn das? Historische Entdeckung. Okay, wahrscheinlich ist das aber noch... Das ist ja der erste Stein und müssen wahrscheinlich noch zum zweiten, dritten... Vielleicht aus dem 4., 5. und 6. müssen wir dann am 100. angelangt sind, dann haben wir aber Historia entdeckt ohne Ende. Hallo? Hm. Da steht einer rum. Wir sind gerettet. Ein Oberweltler hat uns Zugang zum Werk meiner Großväter verschafft. Endlich haben wir wieder einen Ort, an dem wir aus dieser unterdrückerischen Stadt entkommen können. Und den Gesetzen, die uns unter ihr festhalten. Ein Ort, an dem wir atmen können. Eine Explosion. Was ist hier nur geschehen? So, ich will jetzt auch erstmal den anderen Scheiß da machen. Also ich will jetzt noch nicht hier reingehen. Können wir auf dem Rückweg machen. Oh, hier können wir auch mal wieder scannen. Habe ich eine Weile vernachlässigt. Schleichender Tunnelrackghoul, na dann. Ach, halt die Backen. Ach, halt die... Warum kann ich nichts machen? Moment. Hier konnte ich nochmal alles, die ganzen Dinger von mir wegmachen. Ich weiß es nicht, ich hab's vergessen. Hier. Hier. Und tschüss. Boah, 12 Rackmulo muss ich dafür weghauen. Das ist aber ganz schön wenig. So, du scannst, ich gehe weiter. Ciao. Heiliges Artefaktenfragment und Nikotinpflaster wahrscheinlich und noch irgendeine andere Sachen. Viele tolle Dinge. Da. Ich finde, wenn ich den Stein auf einen werfe, sollte ich auch nochmal stunnen können. Also das. Au. Ich wurde einfach umgeworfen. Schweinerei. So, da hinten ist noch was, was ich mitnehmen kann. Hier, scan mal. Oh, was ist er denn? Ein gnadenloser Tunnelrackghoul. Lass es uns töten. Irgendwie funktioniert es auch nicht so ganz, dass er die Aggro zieht. Das finde ich ein bisschen doof. Viel zu oft kommen die auf uns. I don't fucking like it. Natürlich tun wir sie trotzdem, aber es ist trotzdem blöd. So, einmal kurz hier wieder heilen. Na gut, uns fehlen nur noch zwei. Ach so, ja, das ist Teil 1, natürlich. 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 Wie konnte ich das übersehen? Wie konnte ich das nur übersehen, dass das nur Teil 1 ist? Selbstverständlich. Ach guck mal, hier würde man jetzt als was hingehen? Als Jedi-Ritter? Echt? Als Jedi-Ritter geht man hier rein? Gut, als Jedi-Ritter ist schon lange her, dass ich gespielt habe, deswegen weiß ich das auch nicht mehr. Was willst denn du? Hier. Tschüss. Man tötet ja jetzt alle Rackghule, bevor ich die töten kann. Ich finde das irgendwie nicht so geil, ne? Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. So, scan mal das. Mach hinne. Wir müssen weiter.
Was ist das? Ja. Wer auch immer dies hört, weiß es sicher bereits. Doch Taris wurde angegriffen. Nein. Die Ober- und Unterstadt wurden zerstört. Wir haben das gelobte Land gefunden, doch wir können nirgendwohin zurückkehren. Wenn wir nur früher hergekommen wären. Das gelobte Land ist die allererste Siedlung auf Taris. Sie war vor der direkten Bombardierung geschützt. Doch die Erschütterungen haben jedes Gebäude und jeden Generator zerstört, die noch übrig waren. Wir müssen von vorne anfangen. Aber wenigstens haben wir überlebt. Die Rakgule zehren noch immer von den Toten. Doch wenn kein Fleisch mehr übrig ist, werden sie anfangen zu jagen. Ja gut, ich meine, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja toll, jetzt fehlen uns noch zwei Rakgule, oder wie? Ach nee, Infizierte kann ich auch besiegen. Okay, okay, okay. Dann hoffe ich, dass ich noch ein paar von, dass mir noch welche übergelassen wurden, weil der ist ja ein bisschen weiter als ich. Ich laufe jetzt einfach an ihm vorbei. Tschüss. Ich nehme jetzt die davor. Die Gruppe gehört mir. So, was müssen wir als zweites machen? Wahrscheinlich besiegen noch mehr von ihm. Starke und Elite-Infizierte. Es gibt Elite-Infizierte, alles klar. Besiege Elite-Infizierte, okay. Die sind ganz besonders infiziert. Wir trauern heute um Rokin, der uns aus der Unterstadt in das gelobte Land geführt hat. Wir haben Speer überall auf Taris, um nach weiteren Überlebenden zu suchen. Sie haben uns verbannt und uns ihre Türen versperrt. Doch nun begraben wir unsere Toten in der Asche ihrer Hochhäuser. Wie Rokin uns sagte, ist es kein leichtes Leben. Unsere Kinder werden in einer Welt mit Speeren und Bögen aufwachsen, nicht mit Blastern und Raumschiffen. Es ist meine Bürde, unsere Erinnerungen zu erhalten. Einst waren wir Verstoßene. Einst waren wir die Gelobten. Jetzt sind wir Taris. Okay. Moment, da kann ich noch was mitnehmen. Wo ist denn das? Wo bist denn du? Da. Scan mal. Okay, besiege Starke und Elite infiziert und Rakgule. Start? Ja. Nee, ich glaube nicht, das muss dann schon direkt da stehen. Und zählt das nicht. So, ach guck mal, wir kommen gleich wieder raus aus den Höhlen und hier ist auch irgendwas Tolles. Grausam, streunender Rakgul, Mofo. Alles klar. Imperiale Aufklärung ist irgendwas, imperiale Aufklärung ist irgendwas, imperiale Aufklärung ist irgendwas. Da muss ich wahrscheinlich als letztes hin. Denke ich mir mal. Ich muss jetzt erstmal diese starken und Elite-Infizierten suchen. Oh, du hast hier so viele kleine Pissnaken. Ey, komm mal daher. Da. Ist der schon hier? Ist irgendeiner von euch jemand, den ich hier töten kann? Muss ich irgendeinen von euch töten? Ich glaube nicht, ihr seid einfach nur komische Spasten, die hier rumchillen, weil sie doof sind. Vermutlich zumindest. Du bist... Ach lol.
Wo genau? Ach so. Aha. Nee, da habe ich jetzt aber keinen Bock nochmal zurückzulatschen. Das ist jetzt Pech. Das ist jetzt Pech. So, die Frage ist natürlich, wo haben wir das Ding denn? Irgendwo da hinten. Bleib hier an einer imaginären Ecke hängen, alles klar. Kann man mal machen. Und da ist noch ein Stein. Und da liegt was. Die Gelobten. Die Rakule vermehren sich. In der Unterstadt erreichten sie das nur, indem sie uns infizierten. Doch jetzt werden es jeden Tag mehr. Wir verlieren Leute an sie. Jedes Jahr ein paar. Aber nur als Nahrung. Das Serum, das der Oberweltler brachte, war wirksam. Wir werden nicht krank. Doch nun ist das Serum aufgebraucht. Vier Kinder wurden geboren, die nicht immunisiert werden konnten. Alles Jungen. Wir werden sie nicht für immer beschützen können. Wir brauchen unsere volle Stärke, um den Stamm zu verteidigen. Vielleicht wurde die Immunität vererbt. Vielleicht müssen wir uns nicht sorgen, dass ein Biss oder Kratzer unsere Kinder gegen uns wenden wird. Vielleicht muss ich keine Angst um einen Sohn haben. Ja, vielleicht, vielleicht. Jetzt müssen wir, gut, jetzt müssen wir eh wieder zurück, von daher passt das schon. Dann kommen wir auch zum Elite-Infizierten. Kaisen macht das schon. Muss ich mir gar keine Sorgen machen. Der muss ich mir gar keine Sorgen machen. Ich glaube, hier kann ich wieder starke und Elite-Infizierte finden. Alles klar. Dürften auch gar nicht so viele da sein, weil wenn nur vier Gegner, sind das wohl relativ seltene Exemplare. Aber der da ist nicht stark. Das ist nur so ein grausamer Mofo. Ja, wir gucken einfach mal, ob der zählt oder nicht. Ah doch, der hat gezählt, okay. Okay. Also die roten dann generell, oder wie, oder was, oder wo? Ich denke mal. Ich denke mal. Was mit dem da? Ich meine, das ist ja ein gnadenloser, krasser Rakul. Wir probieren es einfach mal. Ich bin Level 2. Ja, aber warum level ich denn so schnell? Irgendwie das Gefühl, das wurde da irgendwas wurde krass geändert. Vielleicht habe ich das auch schon mal irgendwann bemerkt, habe es nur wieder vergessen, dass ich das bemerkt hatte. Ich finde, man levelt relativ schnell. Als so normal. Man ist also selbst als bevorzugter Spieler ist schon sehr schnell. Nicht, dass mich das jetzt stört. Wobei, das ist eigentlich egal. Weil wenn man eh wieder runtergelevelt wird, dann... Infizierte Wache, infizierte Erkunder. Das sind aber keine Elite-Infizierten. Ihr interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Kinder. Oh. Ach, geh weg. Bist du Elite-Infiziert? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Ja, der zählt auch, alles klar. Ich würde sagen, ich probiere es aber trotzdem mit den beiden mal. Dann müssen wir eh hier runter, dann kommen wir hier und hier vielleicht das letzte Ding. Keine Ahnung, wir probieren mal die hier, weil da ist auch ein Stein, den ich dann auch noch mitnehmen. Dann kann ich nicht treffen. So, und dich noch. Okay, hat leider keiner gezählt.
Macht aber auch nichts. So, du gehst dahin, ich gehe dahin. Elite. Er ist bestimmt ein Elite-infizierter Typ. Der sieht mir schon so aus wie Elite. Immerhin ist es ein Elite-Gegner, also wird er wohl auch Elite-infiziert sein. Also alles andere wäre ja wohl klar. Oh, du hast Kopfschmerzen. Noch nicht bereit. Da. Erledigt. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt darf ich bestimmt wieder ans Ende der Welt laufen. Oder an den Arsch der Welt, je nachdem. Zerstöre das Waffenlager. Wo ist denn das Waffenlager? Das. Was? Ach so, das Waffen. Ach so. Ich verstehe. Das Waffenlager ist jetzt nochmal ganz woanders. Nö. Lass mich in Ruhe, ich hab keine Lust. Ich bin weg. Oh, hier geht's gar nicht lang, verdammt. Oh, hier ist noch was zum Scannen. Mitnehmen! Verdammt, geht nicht, weil er noch im Kampf ist. Komm mal zurück. Lass die Lutscher sein, scan einfach mal hier. Und die sind weg. Turbo! Boah, dieses Hin- und Hergelaufen, ne? Und dann dürfen wir noch nicht mal wirklich schnell laufen. Das ist doch alles reinste Schikane. So, Moment. Karte öffnen. Da lang, ist klar. Mal gucken, ob der letzte Stern auch gleich. Ob der fünfte auch gleichzeitig der letzte ist. Ich bin gespannt. Hätten wir das nämlich auch hinter uns. Können wir das hier eben mal gucken.